nachher vielleicht nochmal schauen. So, auch hier die Tabellensituation folgende. Kürtschnitz, klägliches Schlusslicht, Platz 16, 4 Niederlagen aus 4 Spielen, 0 Punkte. Z-Nation hingegen gar nicht so schlecht, 3 Siege, 3 Spiele, 3 Siege aus 3 Spielen, 9 Punkte, Platz 7. Also kann sich sehen lassen, die Jungs, mit Evil, Seast, Error, Kibaken und Fly. So, ist noch live in der Pistole, oder? 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier live ist. Ich glaube eher nicht. Da haben wir ein Messer ausgepackt, also ist nicht live. Aber jetzt das Ready, Go, Go. Map bleibt auch Mirage, wurde vorhin nochmal gewotet. Terror starten. Z-Nation natürlich hier dann schon der Favorit angesichts der Tabellensituation. Und man muss auch sagen, bei Kürtschnitz von dem ehemaligen Glanz leider nicht mehr viel übrig geblieben. Jetzt mit dem Neustart hier, mit den neuen Leuten, mit den unbekannten Leuten, muss ich ehrlich gesagt sagen, mit Roggi, Mukt und Medvedev. Leider bisher noch keine Erfolge feiern können. Glaube ich, bisher auch irgendwie jedes Spiel verloren. Und hier gibt man auch direkt die Pistole ab. Z-Nation da, keine Probleme. Glaube ich, eine Smoke geworfen, oder? Nee, Blade einfach mal AFK, warum auch nicht? Kann man mal machen. Hat auch die Bombe. Jetzt losgelaufen. Vielleicht noch was eingestellt oder so. Ich meine, in der Eco ist es ja nicht ganz so wild. Easy 2-0. Bombe wurde alles übrigens gelegt in der ersten. Somit gut Equipment jetzt vorhanden. So, direkt der Beast, Blade allein Mitte. Deckt B, siehst und nur siehst. Vielleicht könnt ihr ihm auch gar nicht so früh helfen, weil der Mini-Döner natürlich noch ein bisschen kurz aufpassen muss. Auch komplett anderes Spiel von siehst hier, im Gegensatz zu Sonic zum Beispiel. Oh, Blade guckt da nicht mal ansatzweise rein. Oh, schöner Molly noch am Start. Nice. Ein bisschen. Oh, schön Damage gemacht. Den Go aufgehalten. Molly ist ja sowieso meistens eher dazu da, um. Also sieht man gar nicht so oft richtig viel Damage machen. Sondern eher so, um Goes aufzuhalten. Wirkt quasi wie eine Smoke. Nur, dass sie noch Schaden macht. So, und Z-Nation relativ problemlos hier die Runde gemacht.
3:0. Kann mir gut vorstellen, dass es hier eine nette Zerstörung wird. Und dann wäre Z-Nation sogar auf Platz 4 nach dem Spiel. Es sind gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams punktgleich mit 9 Punkten. Oh, schöner First Track. Ich glaube, die Russen sind auch auf den Copenhagen Games. Auch ein eher eines der besseren russischen Teams. Könnte man auf jeden Fall in die Top 3 zählen. Wobei ich gerade ernsthaft überlegen müsste, wen ich da noch einordnen würde. DAT lese ich hier noch. Ansonsten fällt mir gerade spontan gar kein gutes russisches Team mehr ein, außer Virtus Pro natürlich. Aber selbst die sind ja nicht komplett russisch. Nur zu 2/5. Wieder mit vielen Personen überlebt. Da freut sich die Geldbörse. Allein am Kerrigan. Boah, jetzt die Mitteeinnahme. Gab es eine schöne Fläche, wahrscheinlich über Staff. Muckt mal da richtig Gold. Okay, Wagner sieht den. Die Waffe. Sehr schön, wie sie da die Mitte auseinandernehmen. Aero kann auch ansagen, dass sie auf dem A drauf sind. Schön mit dem Schatten gearbeitet. Sehr gut. Fly, boah, und sprüht sich da noch den Roggi kaputt. 5-0 die Führung, wieder mit 4 Mann überlebt. Bisher Z-Nation wirklich ohne auch nur ansatzweise Probleme hier in dem Spiel gegen Kirchnet. Spielen direkt einen Push, ziehen hier das Tempo an. Sind jetzt quasi im Überfahrungsmodus. Oh, das wird ein Frackfest sondergleichen. Und Kirchnet hier natürlich endlich mal irgendwas rafft. Schade, dass der Spielerpool in der Ukraine wahrscheinlich nicht mehr so richtig groß ist. Dass sich da irgendwie ein Wechsel anbieten würde. Ich habe auch keinerlei Infos über die Typen da, über Mukt, Medvedev und Roggi. Vielleicht sind sie ja junge Leute, vielleicht sind sie ja Nachwuchsspieler oder so. Man will die jetzt ausbilden quasi, wer weiß. Ich meine, mit Blade und Kruta hat man da zwei sehr erfahrene Spieler an der Seite. Schneller Argo. Okay, ein leichtes Lenkrad da gehabt. Aber ansonsten. So, ganz gut aufgehalten. Jetzt aber zwei gefallen. Da fallen mehr Fricks. Alter, da fallen mehr Fricks in der Eco. Sogar richtig viel mehr Fricks als in der Eco. Das könnte sogar die Runde bedeuten. Kleiner Streifschuss. Boah, gut, er schiebt ernsthaft nochmal B. Hat sie es sich verraten? So schlecht ist er auch durch. Ah, oh, Blade sieht ihn gleich. Der Headshot. Schönes Aiming von ihm. Von ihm. Und da holen sie echt die Eco. Oh Mann. Vorher null Probleme mit Waffenrunden gehabt und dann gegen Eco so sterben. Das ist schon bitter.
einen Kommentar. Was ist denn das hier? Treffe ich einen Frack-Movie oder ein Match? Bisher eher ersteres. Einfach mal durch die Smoke. Also jetzt so langsam, aber sicher nimmt Quirtschnitt hier Fahrt auf. Stehen da am A nicht mehr so souverän. Ah, oh, Jump vermisst. Versprungen. Geht's. Aber Headshot. Oh! Na, Aero rastet. Von der Zeit reicht. Ah, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Krasse Runde von der Aero am Ende. Aber Kirchner so bitter. Da machen sie mal zwei schöne Runden hintereinander. Und dann geben sie so eine Überzahl ab. Fallen ja auch noch mit Glück eigentlich. Da kommt die Flash auf Spot, dann verkackt er hinten den Jump. Der Spot-Spieler wäre eigentlich viel, viel schneller gestorben. Oh Mann. Krone spielt eine Arve. Hätte er nicht. Keller wurde reingepusht. Also zwei sogar. Bisher hätte Move auch eher alleine gesehen. Boah, nehmen da jetzt sogar mit Grants ein. Die können B-Aus komplett ausschließen. Krasse Hits. Durch die Wand. Die ist echt dünn wie Pappe. Und Krutai holt mit seinem Frack das 3-3 raus. HE klärt zum 3 gegen 2. Medvedev am A. Restchip B. Und da ist komplett frei. Schön geämmt. Boah. Zwei Instant Headshots. Krutoi kann es aber machen. Braucht für meinen Geschmack ein bisschen lange. So, kann die Bombe relativ safe legen. Oh, wird direkt gepusht. Boah, nee, jetzt wird's schwer. Oh, jetzt wird's richtig schwer, wenn der eine da am Spot ist. Jetzt kurz gesehen. Boah, schön AD. Krass, dass sie die Runde noch retten. Geben bei, also Fly vor allem mit Low HP dort den ersten direkt Headshot gegeben, der da im B rausgesprungen ist. Nicht übel. Wenn man das Spiel weiterhin so schnell vorbeigeht. Schaffen wir es sogar pünktlich zur Maus gegen Faculty. Also gegen Ekos am A sehen sie nicht gut aus. Das ist ja Wahnsinn. Oh, kommen sogar auch gute Smokes. Diesmal hätte der Aero da auch bitte nichts. Oh, schöner Jump. Manch einer wäre danach hängen geblieben. Ah, zum Glück sind die anderen drei Spieler an der zur Stelle. 9-1 Führung. Geld wieder am Start. Krutoi wieder mit Arve. B-Split oder was? Boah, wieder direkt das Gas Mitte. Die Gren. Boah, da gab es keine Flash oder sowas. Zumindest keine gehört. T war auch nicht blind. 1-1 Austausch. B gerade sogar frei. Sie ist damit kurz vorgekommen. Kleiner Fehler vielleicht. Sind jetzt schon am Fenster. Boah, sieht jetzt den T sehr glücklich da bei ihm. Auf Spot schon. Probleme. Danger, danger. Hey. Dass sie da so lange im Haus auch warten, da bekommt der Spot-Spieler keiner der Hilfe. Gut, jetzt gelegt auf Spot. Die schießen da einfach nichts weg. Jetzt mal Headshots, Krute mit Ava und auf einmal war es nur noch Aero. Jetzt fallen eigentlich mal die Fracks. Aber das hat sehr, sehr lange gedauert.
Zweite Runde. Unverständlich, warum sie es da weggeschoben hat am B. Mitte war noch komplett gedeckt. Da ging halt null Action. Sehr schön, Smokes. Spielen da ihren Go nochmal. Oh, schöne Mini-Dünne reingekommen. Hat sich verraten. Sitzt im Heads. Zweiten leider nicht. Oh, sie ist verkackt, den Jump. Oh, kassiert direkt Headshot. Also die B-Deckung. Allgemein die Deckungen sehen gerade nicht mehr so gut aus wie am Anfang. Versagen. Ein bisschen sind Kirchner zwar, würde ich mal behaupten, meilenweit vom Aim überlegen. Aber was sie gerade decken, das nicht so gut. Da deckt ein Zuchtbulle mehr. Tja, drei Runden. Unerwartet, dass sie hier so viele holen. Sogar Eco-Bet Nation. Hm, coole Flash. Fly mit Arve. Evil mit Max 7. Aber sie spielen wieder ein B an. Mitte oben. Boah. Das sieht man sein, weil sie eben meinte. Also aim-technisch die Jungs schon gut unterwegs. Oh, diesmal ist auch ein Hausspieler, der abfuckt. Oh, mit Timing. Netz. Spotted. Oh Gott! Oh Mann, oh Mann. Das ist bitter bei Evil. Ach, den muss er nicht machen. Keine Ahnung, ob das einmal hier Kopf auf Tastatur und Enter gedrückt ist oder ob das wirklich was bedeutet. Ob das wirklich was Russisches ist. Auf jeden Fall berechtigt. So, die Smokes wieder kurz. Wieder spielt wieder B an. Auch raus. Die Barken jetzt auch endlich mal im A was gemacht. Sehr schön darauf eingestellt, auch auf die Taktik, die Kirchner hier wirklich bis zur Unendlichkeit spielt. So, hier schon gute Hits gesetzt. Vielleicht steht da noch, aber trotzdem gar nicht so eine gute Pose im Zusammenspiel, aber dann doch ganz okay. Hier will jetzt auch direkt mit da nur noch muckt. An kurz bekommt in die Fresse von Fly einen fliegenden Headshot. 10 zu 4 und ich denke mal, das wird jetzt gleich ein 11-4. Haben sich doch jetzt ganz solide darauf eingestellt. Außer es kommt wieder ein schneller Argo. Da brauchen sie nicht mal kaufen, die Runden holen sie hier. Und zu weit Richtung A. Das kann bitter für Kibaken enden, falls er sich wieder dazu entscheidet, Action vorzugehen. Jetzt mal beim Gang. Boah, da steht Rogi. Ausnahmsweise mal eine einzelne One-on-One verloren. Ja, er hatte auch ein bisschen Glück, Mitte. Oh, wo ist Fly denn? Oh, wahrscheinlich B-Haus durchgebrochen. Meine Herren. Was hier manchmal, was hier für Runden zustande kommen. Sehr amüsant irgendwie. Mal gucken. Zweit Nation sollte ja eigentlich den Sack in der zweiten Hälfte zumachen. Nach einem kurzen Spot geht's hier weiter. Bis gleich. So, nee, nicht wieder Fail 60, sondern 30. Zack. So, komm mit.
Kommentare. Gucken, ob es jetzt immer noch leckt irgendwo. Hier gibt es nichts Neues. Hier beschwert. Nope. Also scheint alles ganz okay zu laufen. So, wir sind live. Zweite Hälfte Z-Nation gegen Kirchnetz. Ist gut, 20 Minuten haben die Jungs noch, hier das Spiel zu beenden. Hoffen mal, dass es schnell über die Bühne geht. Z-Nation auch direkt mit einem Argo. Sollten da auch easy draufkommen mit Smokes und Kerrigan. House Flash. Boah, aber die Nate saß richtig gut vom Kerrigan-Spieler. Boah, noch so eine gute Nate. Und die Bombe kommt nicht durch. Oh Mann, jetzt ist Chaos drin. Boah, sie ist heute da was entscheiden. Boah, aber vielleicht ergreift die Initiative. 3 und 3 rausgeholt. Sehr schöne Sache gemacht, sehr schön gemacht von ihm. Bombe immer noch nicht geplantet. Von hinten kommt auch niemand. Zwei Base, eine Jungle. Fleska an den Körper. Nice Runde von Fly. Rettet sie da mal. Er zieht quasi den Kopf aus der Schlinge. Warten im letzten. Sehr schön, das lässt doch hoffen auf ein schnelles Ende. Also sowas, während Go halt hätte Go bah, was sage ich, hätte halt in 1-6 nie funktioniert, davon kurz vom Steg zum A-Spot das L gegen die USP halt damals zu gewinnen. Aber hier mit Glock im PNP. Hoggy erstmal mit 63 Grad alle ESP-Boxen eingefangen. Jetzt den Hedgehog abgeholt von Evil. 12 zu 5. Eine Runde darf sich Kirchner hier noch locker erspielen. Zwei Mac Sevens, interessant. Boah, gibt auch direkt Headshot. Schön gemacht von Krutoy. Auch interessant, dass die beiden X16er hier zum Mac 7 greifen. Oh! Was war das denn für eine schlechte Reaktion von Kibaken? Wo hat er denn da hingeguckt? Hat er sich die Augen gerieben oder was? Nase geputzt, irgendwas. Was ist denn frickt er eben? Fünfmal setzen müssen. Und zum Glück hoffen da seine Mates genug. Und clearen da den B-Splot. B-Splot? Damit wir der Seite vielleicht die AK safen. Was mache ich eigentlich? Jedoch in den Keller rein. Boah, schöner Headshot. Und dann stirbt er letztendlich noch. Ach, immer wieder unnötig, finde ich. Warum nicht einfach mal so eine Waffe safen?
Klar, bringt es halt irgendwie nichts, wenn einer übelst viel Geld hat. Aber gegen Ende hin, finde ich, bringt es dann meistens noch was. So meistens die letzte Runde, wo dann vielleicht das Geld knapp ist, dann kann man vielleicht nochmal eine legen. Und auf lange Sicht finde ich das halt wichtig, auch Waffen zu safen als CT. Also die Smokes sitzen auch gut auf beiden Seiten. Ein schneller B-Split mit guten Grants. Kurz kommt man gut durch. Kante ein, zwei Hits. Rocky steht da an der Kante. Immer noch am Leben. So, jetzt sind sie raus. Am Grünen noch einer. Oh, jetzt werden sie einfach mal alle weggeholt. Medvedev nur noch am A. Nächste Runde, 14. Overall für Z-Nation. Genauso schnelle Runden wünsche ich mir hier. So, jetzt einmal Eco. Oder sie kaufen sowieso wieder Max 7. Nach dem Spiel gibt es noch Maus gegen Faculty aus der EPS. Ebenfalls ein Nachholspiel. Und da funktionieren aber die Spielteile auch. Da hat es wirklich was zu sagen. Also wirklich ein Nachholspiel. Und zwar auf Mirage. Und ja, Mirage haben wir uns jetzt schon ein bisschen angeschaut. Maps sollte ihr jetzt wieder kennen. XD. Bin sehr gespannt auf die Taktiken von Maus. Bin ja der festen Überzeugung, dass sie noch nicht alles gezeigt haben auf der Map in der letzten Zeit, wo man sie auf Mirage gesehen hat. Demzufolge gehe ich auch ehrlich gesagt von dem Sieg aus. Aber ich denke mal, Faculty wird sich auch gut was überlegt haben, wenn da nicht ohne Vorbereitung in dieses Match gehen. Oh, Kirchner zeigt nochmal ein kleines Lebenszeichen. Ein kleines Röcheln. So, da haben wir nochmal den Kurzscore. Nicht. So, Fly vielleicht nämlich kurz für siehst. Zack. Ich hab doch direkt einen Mini-Döner. Kurz gecheckt. Set Go. Schön ins Sandwich genommen, also unglaublich schlechte Deckung. Der nächste, der darf auch sterben. Jetzt die letzten beiden, der geht auch direkt gehuntet. Vielleicht jetzt nicht ganz übermütig werden, die Runde einfach safe runterspielen. Ach, kommt schon, jetzt nicht zu viel Risiko. Macht's einfach dicht, dann sind alle glücklich. Och komm ey, Aeros Posi ist noch nicht bekannt. Kann erst setzen, jetzt einfach ausmoven. Zeit raus. Oh, krass. Schöner Headshot am Ende. Zwar unnötig knapp gemacht, aber am Ende doch noch den Sieg klar gemacht. 16-6, deutlicher kann es wirklich nicht sein. Herr Kürzschnitt wirklich chancenlos. Mehr brauchen wir zu dem Spiel wirklich nicht sagen. So.